Du und deine Wasserwaage werdet euch freuen, denn heute bastle ich euch ein sehr simples kleines Teil, mit dessen Hilfe ihr ohne Probleme ein Bild exakt gerade an die Wand kriegen könnt. Wer kennt das nicht? Man möchte ein Bild aufhängen, findet dabei nicht den richtigen Punkt, wo der Nagel reingeschlagen werden muss. Noch schlimmer ist es, wenn das Bild zwei Aufhänger am Rahmen hat. Wie bekomme ich es gerade an die Wand? Oder wie man sagt, ins Wasser? So geht's jedenfalls nicht. Ich habe mir da aber was ganz Einfaches einfallen lassen und das zeige ich euch jetzt. Was ich dazu brauche, ist eine Feder eines ganz normalen Kugelschreibers. Eine Schraube M3, also 3 mm Gebindedurchmesser, Länge etwa 20 mm. Die dazu passende Mutter, eine Unterlegsscheibe mit einer Bohrung von 3 mm und einem Außendurchmesser von 15 bis 20 mm. Ich brauche als Werkzeug lediglich einen Seitenschneider und später zur Benutzung des Teils ein handelsübliches Stempelkissen. Zuerst kürze ich die Feder des Kugelschreibers auf etwa 1 cm Länge. Dann nehme ich mir die Schraube und stülpe die Unterlegsscheibe darüber. Jetzt kommt die gekürzte Feder und die Mutter dran. Die wird so weit aufgeschraubt, bis die Unterlegsscheibe sich unter leichtem Druck vom Schraubenkopf aus runterdrücken lässt und zurückfedert. Und schon ist das Ding fertig. Jetzt muss ich euch nur noch zeigen, wie es funktioniert. Zuerst drücke ich das Ende der Schraube in das Stempelkissen, sodass es etwas Farbe angenommen hat. Nun klemme ich das Ding an den Aufhänger. Jetzt halte ich das Bild dahin, wo ich es haben möchte. Ich drücke es leicht an die Wand an und siehe da, wie ein Wunder finde ich genau da, wo der Nagel hin soll, einen Punkt. Cool, wa? Jetzt schlage ich ihn genau in der Mitte der Markierung ein, nehme meine tolle Erfindung ab und das Bild kann wunschgemäß an Ort und Stelle aufgehängt werden. Noch ein Wort zu andersartigen Aufhängern, da gibt es natürlich unterschiedliche, aber mit diesem beispielsweise geht's auch, wie ihr seht. Hat ein Bild zwei Aufhänger, dann muss man schrittweise vorgehen. Nacheinander vollziehe ich das eben beschriebene Prozedere. Mit welcher Seite ihr anfangt, ist natürlich euch überlassen. Übrigens, sollte mal kein Stempelkissen zur Hand sein, dann kann man selbstverständlich auch eine Tupferfarbe und Mädels natürlich auch ihren Lippenstift dazu nehmen. Ja, Entschuldigung, soll ja auch Jungs geben, die so einen Teil haben. Ansonsten gehe ich genauso vor wie vorhin. Ich wäge die Stelle ab, wo das Bild hin soll, und schon habe ich die erste Nagelstelle. Rein mit dem Metallstift. Und dann kommt die andere Seite dran. Ich hänge den einen Aufhänger des Bildes an den ersten Nagel und dann gehe ich unter Zuhilfenahme der Wasserwaage genauso vor wie üblich. Leichtes Andrücken. Und den zweiten Nagel an der neu gemachten Markierung einschlagen. Nun kann das Bild final aufgehängt werden. Und wenn ihr so ein Kontrolletti seid wie ich, hier kann natürlich nachgeprüft werden. Passt. Fertig. Ihr seht, so einfach kann es manchmal sein. Jetzt müsst ihr euch nur noch das Ding dahin legen, wo ihr es bei Bedarf wiederfindet. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Und da seht ihr in der Serie mein Lieblingsessen, Sandras Lieblingsbratkartoffeln. Die sind lecker und ruckzuck fertig.